Jakobs verbinden soll. Doch zu welchem Zweck? Es gibt nur wenige Filmaufnahmen von dem Labyrinth. Schwindelerregend tief führt der Schacht in den felsigen Untergrund. Der Abstieg ist ein Abenteuer. Die Wissenschaftler sind auf ein verwinkeltes System von Grabkammern gestoßen. Die erste Ebene ist leer. Ein zweiter Tunnel führt in einen Raum mit 6 in den Stein geschlagenen Nischen. In 2 dieser Kammern stehen tonnenschwere Granitsarkophage. Vermutlich fanden hier ägyptische Aristokraten ihre letzte Ruhestätte, jedoch nicht zu Cheops-Zeiten. Aufgefundene Knochen und Tonscherben stammen aus einer späteren Epoche, um 500 vor Christus. Eine archäologische Sensation entdecken die Ausgräber in der 3. Grabkammer. 30 Meter unter der Erde finden sie etwas, das man bis dahin für reine Fantasie des griechischen Historikers Herodot gehalten hat. Er erzählt von einem unterirdischen Gemach, in dem Wasser in einem künstlichen Bett eine Insel umfließt. Dort soll Cheops begraben sein. Wurde die Mumie des Pharao einst wirklich in diesem Granitsarkophag bestattet? Ich habe mit diesem Schacht 2 wichtige Entdeckungen gemacht. Die erste ist, dass es sich um das Grab handelt, das Herodot beschrieben hat. Niemand ahnte, dass es tatsächlich existierte, bis ich es ausgegraben habe und den Sarkophag fand. Die zweite Entdeckung ist, dass es sich um ein symbolisches Grab für den Totengott Osiris handelt. Osiris, der auch über das unterirdische Labyrinth von Gizeh regierte. Ich muss sagen, das Osiris-Grab ist wirklich die aufregendste Entdeckung meines Lebens. Vier Säulen bildeten hier einst das hieroglyphische Zeichen Bir, Palast des Osiris. Herodots Geschichte vom Grab des Cheops ist damit widerlegt. But I did not solve all the mystery. Still, there is something that they did not solve it. Aber eines können wir noch nicht erklären, diesen Tunnel. 9 Meter weit konnten wir ihm folgen, aber am Ende wird er sehr eng. Wir benötigen eine Glasfaseroptik, um herauszufinden, ob uns dieser Gang zur Sphinx führt oder nicht. König und Volk huldigten hier um 660 vor Christus dem Totengott Osiris. Für sie war der Herrscher über das Jenseits der Garant für ewiges Leben. Nach einer altägyptischen Überlieferung wacht der Erdgott Aker über das Grab des Osiris in Gestalt einer Sphinx. Sie scheint die Schwelle zu hüten zwischen dem Land der Lebenden und dem Jenseits. Immer wieder hat die Wüste die Sphinx fast verschlungen, wie diese Fotos aus dem 19. Jahrhundert zeigen. Der erste, der das Monument in moderner Zeit vom Sand befreit, ist ein Kapitän aus Genua, Giovanni Battista Caviglia. Zwischen den riesigen Pranken macht er 1816 einen großen Fund. Überwältigt von Ägypten hat Caviglia die Seefahrt an den Nagel gehängt und sich aufs Schatzsuchen verlegt. Mit seiner Beute stillt er die steigende Nachfrage vermögender Europäer nach ägyptischen Schätzen. Caviglia findet die Traumstele. Was noch vor der Sphinx im Sand vergraben lag, lässt sich heute nur durch geduldiges Suchen im Ägyptischen Museum in Kairo aufspüren. Im linken Flügel im Erdgeschoss steht Caviglias Schatz auf schmalen Podesten an der Wand. Bei den unscheinbaren Steintrümmern handelt es sich um Fragmente eines meterlangen Bartes, den einst die Sphinx getragen hat. Der Gegenbeweis für Stadelmanns Theorie?
Im Britischen Museum in London werden weitere Fragmente aus Caviglias Fund aufbewahrt. Auch auf diesen Bruchstücken ist deutlich ein Flechtmuster zu erkennen. Diese Art der Gestaltung ermöglicht Kunsthistorikern die Datierung in eine ganz bestimmte Epoche. Über 1000 Jahre nach der Zeit der Pyramidenbauer. Es handelt sich um einen geflochtenen Götterbart, wie er im Neuen Reich en vogue war. Zu Khefrens Zeiten aber war der keilförmige Königsbart in Mode. Der Götterbart, wie ihn die Totenmaske des Tutankhamun zeigt, muss also nachträglich angefügt worden sein. Wer war es, der dem Monument den Bart der Götter verlieh? Immer wieder im Lauf der Jahrtausende ist das Antlitz verändert worden, sagen Archäologen. Spekulationen kursieren bis zum heutigen Tag über die Frage, wer das Gesicht des erhabenen Wächters zerstörte. Hartnäckig hält sich das Gerücht, Napoleon Bonaparte habe die Nase des Sphinx abschießen lassen. Im Jahr 1797 fasste er den Plan, das Land am Nil zu erobern. Vor den Pyramiden gewinnt er eine legendäre Schlacht. Haben seine Kanoniere das Heiligtum der Pharaonen zerstört? Der korsische General ist von Ehrfurcht für die Vergangenheit des eroberten Landes beseelt. Jahrtausende blicken auf uns herab, soll er beim Anblick der gewaltigen Monumente gesagt haben. Nicht nur Soldaten hat der Feldherr ins Land der Pharaonen gebracht. Mit ihm reist ein beeindruckender Stab von Künstlern und Wissenschaftlern. Sie heben die ägyptische Antike aus dem Staub der Geschichte, sammeln zahllose Artefakte. In Europa lösen ihre Entdeckungen eine beispiellose Ägyptomanie aus. Eine Zerstörung des Sphinx hätte Napoleon wohl kaum zugelassen. Die Zeichnungen seiner Künstler zeigen das Denkmal bereits ohne Nase. Das Ergebnis der Expedition ist die berühmte Description de l'Égypte. Dieses Original wird im Ägyptischen Museum in Berlin aufbewahrt. Ein Heer von Malern und Kupferstechern hat faszinierende Bilder einer versunkenen Kultur erschaffen. Wir müssen wirklich klarstellen, dass Napoleon Bonaparte nichts mit der Zerstörung des Sphinx zu tun hatte. Wir Ägyptologen glauben, dass es ein Sufi im Mittelalter war. Er kam zur Sphinx und stellte fest, dass man sie noch immer als Gott verehrte. Er verabscheute diesen Kult. Er zerstörte die Nase der Sphinx, um den Menschen zu zeigen, dass sie ein Stein und kein Gott war. Ein strenggläubiger Derwisch namens Mohammed Saim Eldar soll der Sphinx die Nase abgeschlagen haben. Ein fanatischer Bilderstürmer, der Männer anheuerte, um religiöse Irrtümer zu berichtigen. So überliefert es der arabische Historiker Makrisi. Abu Hol nennen die Araber noch heute die Sphinx, Vater des Schreckens. Der Bilderstürmer hat die Sphinx entstellt. Wird es je gelingen, ihre Identität zu enthüllen? Cheops oder Khefren? Wir beauftragen Experten für die Erkennung von Gesichtern mit der Klärung dieser Frage. Wissenschaftler vom Münchner Institut für Rechtsmedizin begutachten und vermessen eine Vielzahl von Fotos. Ihr Ziel ist es, den Grad an Ähnlichkeit zwischen der Sphinx und den beiden Pharaonen zu ermitteln. Bis ins Detail vergleichen die Forscher Gestalt und Größe individueller Merkmale. Khefrens Ohren könnten mit denen des Sphinx übereinstimmen, so die Experten. Bei Cheops dagegen ist die sogenannte Außenohrleiste deutlich dicker und stärker eingerollt. Können wir mal die Frontteile ansichten?